Es gibt in Los Angeles einen sehr reichen Mann. Sehr, sehr reichen Mann. Ich glaube, die meisten haben vielleicht schon diese Geschichte gehört, aber sie ist so stärkend, diese Geschichte, einen mit zwei diese Geschichte zu wiederholen einige Male. Einen sehr, sehr reichen Mann, und man hat ihm eines Tages gesagt, wie bist du so reich geworden? Jeder hat irgendeine Geschichte. Einer hat einmal gespielt mit Computer, plötzlich Microsoft, Bill Gates geworden. Der andere hat irgendwas gemacht, ist nachher das geworden. Jeder mit irgendwelchen Sachen, plötzlich ist er, oder jemand hat ein Erbstück von den Eltern bekommen. Und man hat ihn gefragt, sag, Moshe, wie bist du reich geworden? Sagt er, um ehrlich zu sein, ich habe bis 40 Jahre, ich habe gelebt in Israel, Shchunat HaTikva. Das ist Süd-Tel Aviv, das israelische Harlem. Ja, Shchunat HaTikva, wo dort alle armen Leute sind. Ich habe gearbeitet, ich habe zu Hause fast nichts zum Essen gehabt. Meine Arbeit war, ich musste in Shuk HaKarmel, ich musste die Stände aufbauen und wieder zusammenklappen. Und von dem habe ich mein Geld verdient. Was ich immer aufgebaut habe und zusammengeklappt, da 10 Schekel, 20 Schekel und so damit irgendwie jeden Monat versucht zu überleben. Nicht zu leben, sondern zum Überleben. Eines Tages bekommt er einen Anruf von seinem Freund aus Amerika, Jacob. Hallo Moshe, wie geht's? Ja, Jacob spricht da. Jacob. Ah, Jakob. Ja, ja, ich bin Jacob. Von Los Angeles. Ja, wie geht's? Wie steht's? Was gibt's Neues? Und sagt er, was Neues? Schwartartikel, nichts zum Essen. Was gibt's Neues? Sagt er, deswegen rufe ich dich an. Ich will, dass du zu uns nach Los Angeles kommst. Sagt er, Los Angeles, ich habe kein Ticket für Autobus. Welche Los Angeles? Sagt er, borg dir Geld aus. Leih dir Geld. Komm nach Los Angeles, ich habe einen Job für dich. Was für ein Job? Der Shamash von Beit HaKnesset ist gestorben. Und wir suchen jetzt einen Shamash. Du kommst zu uns, du bekommst $2000, bekommst einen Lohn. Plus bekommst du Haus, Auto, alles all inclusive. Und nebenbei jeden Monat bekommst du 2000, ohne irgendwelche Ausgaben zu haben. Tu mir einen Gefallen, egal was du machst, borg dir Geld, komm so schnell wie möglich nach Los Angeles. Zu wem soll er jetzt gehen? Zuerst einmal, er geht hier und dort, versucht irgendwie, er sagt, aber ich muss jetzt von diesem Loch, wo ich jetzt lebe, ich muss da raus, es geht nicht weiter. Er borgt sich von da Geld aus, von dort, aber wann gibst du zurück? In Olam Haba, ich habe, weiß ich nicht, aber irgendwann mal. Dann geht er zu dem, wo er die Wohnung gemietet hat, Hausvermieter, sagt ihm, du, ich muss wegfahren, und er sagt, aber das Schulden bei mir schon, fast ein Jahr hast du nichts bezahlt. Sagt er, weißt du was, Hauptsache verschwinde, komm nicht zurück, ich verzeihe dir auf dieses Geld, was du mir schuldest, weil ich brauche endlich ordentliche Leute, die mir das Geld bezahlen. Geh, geh, brauche kein Geld von dir. Hauptsache, du gehst endlich weg. Nun, er packt seine Sachen, die er nichts gehabt hat, packt und fliegt nach Los Angeles. Kommt nach Los Angeles, große Limousine holt ihn ab. Oh, Jacob, Moshe, und umarmen seinen Schulkollegen. Er sagt, komm, willst du dich ausruhen oder soll ich dich gleich zu deiner Wohnung bringen? Ah, bring mich zu meiner Wohnung, ich werde meine Sachen, Koffer dort ablassen. Er mit seinen 7 Kindern dort. Nun, sie fahren dort, plötzlich er sieht dreistöckige Villa, Swimmingpool. Sagt er, was ist das? Nicht zu dir, zu meiner Wohnung. Sagt er, das wird jetzt deine Wohnung sein. Das wird meine Wohnung sein. Nun, er sieht dort dreistöckige Villa, die Kinder. Papa, egal was passiert, und die Frau, wir bleiben da, wir fahren nicht zurück, wir bleiben da. Nun, wir sehen, wunderschönes Haus, alles, Amerika. Nun, okay, komm, wir lassen die Frau und die Kinder hier, wir fahren jetzt ins Büro, wir tun jetzt den Vertrag unterschreiben und Bezal Hashem, Mazal und Bracha, beginnst du hier zu arbeiten. Sie fahren ins Büro, er sieht beim Büro, nun, und die schreiben den ganzen Vertrag, du wirst bekommen $2000, die Wohnung wird bezahlt, das wird bezahlt, jenes wird bekommen, das alles bekommst du, und komm schnell, wo unterschreiben, schnell, ich will wieder zurück nach Hause. Nun, okay, sie unterschreiben den Vertrag, und jetzt denkt sich, lieber Gott, danke dir, danke, ab jetzt, obwohl ich einmal im Jahr Schurim gegangen bin, ab jetzt, ich verspreche dir, lieber Gott, jeden Tag, ich bin im Schur, jeden Tag, ich werde jetzt beten, ich werde jetzt so nett, so ein Geschenk hast du mir gegeben.
aus, das, was du jetzt mit mir gemacht hast, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Sagt, okay, aber was sind meine Arbeitszeiten? Arbeitszeiten, 2 Stunden in der Früh, 2 Stunden am Abend. Du öffnest mit der Knesset, Schacharit, nachher am Abend Mincharit und auf Wiedersehen. Tagsüber mach, was du willst. Sehr gut, okay, Vertrag unterschrieben und so. Und er will schon weg, jetzt, Moment, 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 noch etwas habe ich vergessen zu sagen. Hier in Los Angeles, das ist nicht Shkunat HaTikva. Shkunat HaTikva, dort, wenn man verkauft Aliyot, sagt man, Chai, 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 alle sind mit und man verkauft es mit Chai. Ja? Wenn man um 10, 20 Shekel etwas verkauft hat, aber hier alle Wochentage, Ptichat HaEchal, $15.000, $20.000, da werden sehr hohe Zahlen. Sehr hohe Summen sind da. Deswegen, da, wenn du schreibst, die Rechnung nicht schreiben, an, Volonche, Volonche, nein, nein, da musst du schreiben, Ha'ish HaGadol, Ha'Nichmad, Ha'Ahuv, Ha'Patish HaImani, Ha'Ish HaEshkolot, Rav Pe'alim, und der Große, der Weise, der Gescheite und der Reiche, der Großzügige, der von seinem Blut und uns gespendet hat. Musst du schreiben und nachher schreibst du die Summe. Sagt er ihm, er liebt mich zu. Ich kann nicht schreiben. Sagt er, was? Sagt, es tut mir leid, ich kann nicht schreiben. Sagt er, okay, okay, gib her, nimm den Vertrag, zerreißt ihm den Vertrag vor seinen Augen. Es tut mir leid, Moshe, wir können kein Geschäft machen. Was? Es tut mir leid, du kannst hier bleiben, du bist schon gekommen. Bleib einen Monat hier, in dieser Villa, du brauchst mir nichts zu bezahlen. Lebt einen Monat in dieser Villa, genieße, aber dann fahr wieder zurück nach Shkunat HaTikva und bleib dort. Oh mein Gott, sein Herz ist jetzt bis zu den Füßen runtergefallen. Was? Er weiß nicht, was er machen soll. Los Angeles, jetzt schreien, Gott, ich habe dir versprochen jetzt, ich werde jetzt ab jetzt jedes Mal. Er geht mit dem Kopf runter und sagt, Moment, Gott, warum hast du es mir gemacht? Eine Frage, nur eine Frage. Warum? Warum wäre ich doch dort geblieben? Ich hätte nicht gesehen dieses wunderschöne Haus. Dieses Amerika hätte ich nicht gesehen. Das wäre alles normal. Aber jetzt, du hast mir schon eine Kostprobe gegeben und jetzt mich damit geärgert. Warum? Aber dann denke ich, Moment, Gott, ich weiß. Ich habe damals gehört, dass alles, was du machst, du hast einen Grund und es ist zum Guten. Er sagt, ich verlasse mich auf dich. Ich weiß, das, was du machst, ist zum Guten, es wird in Ordnung sein. Und deswegen, ich werde jetzt das, meine Trauer werde ich jetzt versuchen zu vergessen, und ich bin glücklich mit dem, was du mir gegeben hast. Er kommt nach Hause, ja, meine Frau, Baruch Hashem, alles in Ordnung. Und unterschrieben. Ja, wir haben unterschrieben. Und am Anfang haben wir so zu arbeiten, ich arbeite nicht, er hat den Vertrag zerrissen. Aber du solltest jetzt, wie zerrissen? Ja, ja, er hat zerrissen und er erklärt dir alles. Er sagt, er braucht jemanden, der schreiben kann. Und sie beginnt, wow, 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 und beginnt zu weinen. Und die Kinder weinen mit ihr. Nur 1, 2 Stunden weinen sie, nach 2 Stunden volle rote Augen, sagt sie, du, wir verlassen diesen Platz nicht. Egal, was du machst, such dir eine Arbeit, wir bleiben da. Shkunat HaTikva, vergiss, wir bleiben da. Sagt er, was soll ich jetzt machen? Schreiben lernen. Schreiben lernen, das dauert, ich finde dabei jemand anderen. Nun, sie haben alte Sachen von zu Hause mitgenommen, eine alte Teekanne, ein paar Schraubenzieher. Und er sagt, ich werde jetzt nehmen eine, wie heißt das, eine Matte, ja, werde es hinlegen auf den Boden dort, irgendwo auf der Straße in New York und werde in Los Angeles und werde dort verkaufen. Leute werden kommen, how much, how much, und ich werde verkaufen ein bisschen. Er hat es hingelegt und wartet, bis Leute kommen jetzt auf der Straße. Plötzlich ein Chinese kommt dorthin, kommt vorbei. Chinese. Und ich habe dort eine Teekanne gehabt, was ich in Flohmarkt gekauft habe, um 5 Shekel. Er nimmt diese Teekanne, schaut sie von allen anderen, von allen Seiten. Und dann sagt er, Choi Khan Choi. Sagt er, wie viel? Sagt er, er kann auch kein Englisch reden. Sagt er immer, Punch. Sagt er, Choi Khan Choi, kann? Und er sagt, nun, gib mir, ich habe 5 Shekel gekauft, $5 soll er mir jetzt geben.
Bevor er noch beginnt mit ihm zu reden, kommt ein Amerikaner. Sagt er auch, choi, pan, choi, pan, choi. Und kurz gesagt, die beginnen, ich sehe, wie die beiden beginnen zu handeln. Er sagt, nein, ich, er sagt, nein, ich. Und die haben begonnen zu versteigern. Und ich so wie ein Pinkball, tak, 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 schau hin, schau her und jeder. Versteigern, versteigern, versteigern. Bis nachher am Ende, der Chinese hat gewonnen. Der Chinese hat gewonnen und er nimmt das Geld und beginnt auf der Matte zu zählen. Und er hört nicht auf. Er zählt, 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 zählt. $60,000 für eine Teekanne, was 5 Shekel gekostet hat. Er hat gesagt, ich habe damals etwas Wichtiges fürs Leben gelernt. Es gibt viele Verrückte auf der Welt. Die Verrückte mit Geld. Mit Geld. $60,000 erzählt, ich habe genommen, sofort die Matte mit dem Geld zugemacht, sofort nach Hause gerannt. Was übrig geblieben ist, auf meine Frau geschmissen. Was hast du gemacht? Was? Wieso hast du nur eine Teekanne gebracht? Ich hätte auch immer noch verkauft, hätte mir doppelt verdient. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich einen guten Anfang. Ich war jetzt, sein Vater war Textilhändler, ich werde auch jetzt Textil machen. Hat gesucht hier und dort ein bisschen ins Geschäft, hat begonnen Stoffe zu verkaufen, hat ein Geschäft aufgemacht und langsam, langsam hat er sich entwickelt hier und dort, bis er schon einer der größten Textilverkäufer in Los Angeles war. Und er musste, das war noch damals die Zeit von Bush, er musste mit Bush einen Vertrag unterschreiben für Uniform von Soldatenuniform. Stoff für die Uniform von den Soldaten. Das war ein Geschäft von Milliarden. Und sie sitzen dort im Senat, er, Moshe, vielleicht schon Moses, aber er sitzt dort und ganzes Senat und Bush sitzt dort und die verfassen den Vertrag, so und so viel, so, ta, 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 ta. Und so, Bush unterschreibt, Senat unterschreibt und jetzt sein, er muss jetzt unterschreiben. Er nimmt so einen Kissen mit den Farben, was es gibt. Fingerabdruck. Er sagt, ich werde damit. Was ist das? Sagt er, was machst du? Sagt er, ich kann nicht schreiben. Was? Du kannst nicht schreiben? Und dann sagt er ihm, haltet Moment, das ganze Geschäft haltet er an. Er schaut an all seine diese Senate, was dort sitzen, Parlament. Er sagt ihm, ihr schämt euch, ihr sollt euch schämen. Schaut euch diesen Juden an. Er kann nicht schreiben. Schaut, bis wo er gekommen ist. Und schaut euch an. Ihr könnt schreiben, habt alle gemacht, Matura, habt alle studiert, Magister, Doktor, Professor. Schaut, nur, ihr habt zwar irgendwas, aber schaut jemand ohne zu schreiben, wo er gekommen ist. Stellt euch vor, mit dem ohne Schreiben, was er ist. Wenn er schreiben konnte, wo wäre er jetzt? Oh. Sagt er, ich wäre jetzt Schamaschen mit der Knesse mit $2,000 und ohne dem Schreiben. Das heißt, du siehst, eine wahre Geschichte übrigens, ja, du siehst, auch so etwas, zuerst einmal, Gott, auch von den schlechten Sachen, die du siehst, dass die am Anfang für dich schlecht sind. Wieso Gott, warum machst du es mir? Wieso stellst du mir sowas an? Gott sagt, Moment, du sollst wissen, das, was ich mache, auch wenn es für dich schlecht ausschaut, auch wenn du siehst, dass es vielleicht ein Leid für dich ist, sollst du wissen, das ist im Endeffekt zum Guten für dich. Auch die Schlechten, die in unseren Augen, die Sachen, die in unseren Augen schlecht sind.